Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir sind immer noch in Gradwald und wir befinden uns jetzt gerade hier oben am Wegschrein des Tempels von Eldenwurz. Und da schauen wir mal, was wir für diese gute Kachitam hier tun können. Mein Ehemann Ninglenel ist gestern Morgen spazieren gegangen. Sagte, er wollte dem Streit in Eldenwurz entkommen. Er ist nicht zurückgekommen. Ich habe heute Morgen mit unserem Hund nach ihm gesucht. Und jetzt ist der Hund weg. Das ist mal eine echte Pechsträhne. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ja, das klang doof. Ich habe unseren Hund Fresschen zuletzt an der Weggabelung gesehen, die nach Korberg führt. Etwas westlich von hier. Nehmt diese Pfeife. Benutzt sie, wenn ihr an die Weggabelung kommt. Ich werde hier warten, falls er von allein nach Hause kommt. Ich werde euren Hund finden und euren Ehemann, wenn ich kann. Ja gut, es kann auch sein, dass der Hund irgendwie von wilden Bestien, also von irgendwelchen Tieren hier zerrissen wurde. Ne? Also man darf nie versprechen, dass man einen Hund oder einen Ehemann findet. Achso, Hundepfeife. Streichelt Fresschen. Ach, da ist er! Hallo Fresschen! Na, mein Kleiner, so einen wie dich habe ich auch. Also, hier, in Teso. Fresschen springt unter eurer Hand hin und her, wie ein kleines Gummibärchen auf Ecstasy. Anscheinend möchte er, dass ihr ihm folgt. Ich sollte herausfinden, wohin er will. Ja, dann los, Fresschen, lauf! Ich soll ihn folgen, hallo, wieso bin ich so schnell? Müssen wir da hinten hin, wo dieser komische Strahl ist? Warum ist da so ein Ah! Moment, Fresschen, warte! Wir können die Feuerschale benutzen. Und ihr könnt es einmal so richtig schön sehen. Fresschen, es geht weiter mit dem Segen des Wolfes. Los! Och, jetzt dachte ich gerade, das ist ein Gegner. Ja, hoppel mal schön weg. Ich dachte gerade echt, das wäre ein Gegner. Oh, hi! Dich habe ich gesucht. Reine Ironie. Wir kommen zurück in mein Heimatland und ich bin derjenige, der in eine Schlucht stürzt. Ich habe diese Felsen einst erklommen, als ob es Treppen wären. Ich schätze, niemand von uns ist gegen den Zahn der Zeit gefeit. Ja, kommt schon wieder in Ordnung. Ninglenel. Gib mir nur einen kurzen Augenblick und dann mache ich mich auf den Heimweg. Ich wusste, dass Fresschen mich hier nicht verrotten lassen würde. Misahabi ist sicher krank vor Sorge. Vielen Dank. Ja, und er gibt mir vielleicht von unterwegs geklaut oder so, oder von seiner Frau, es ist eine Khajiit-Robe, gibt er mir einen leichten Torso in erfüllt ohne Set. Und scheinbar habe ich damit, bis dass der Tod uns scheidet, schon abgeschlossen. Das war mal eine sehr kurze Quest. Ich glaube, die hat, wenn überhaupt, 2 Minuten gedauert. Nun gut, wir nehmen auch die kurzen Quests an. Das ist alles kein Thema. Ich würde sagen, als nächstes machen wir hier die ruhelosen Toten. Da muss ich jetzt allerdings nochmal eben hinreisen. Wir sehen uns gleich dort wieder. So, irgendwo hier sollte... Ah, da unten ist er. Ich muss da wieder hinein. Ganz ruhig, der sieht echt aus wie so ein Vampir, ne? Bleibt zurück, vor euch liegt nur der Tod. Schatten sind aus dem Boden gekrochen und haben uns angefallen. So viel Tod. Was ist geschehen? Die Magiergilde. Sie haben in dieser Ruine eine Ausgrabung nach Artefakten durchgeführt. Doch dabei haben sie irgendetwas auferweckt. Einige der Akolyten sind immer noch da drin gefangen. Wenn ich nichts dagegen tue, sind die Akolyten erledigt. Aber ich habe viel Blut verloren. Bleibt hier. Ich werde die Akolyten befreien. Auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, was ich tun soll. Also, erstmal eine Kornblume zupfen. So. Dann befreie ich die Akolyten, indem ich sie töte. Nein, okay, das sind nicht die Akolyten, das ist mir schon klar. Die werden hier gefangen gehalten. Okay, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Wo sie denn sind und ob sie denn markiert sind. Weil eben war nämlich noch nichts markiert. So,
Was mache ich mit dir? Ich schulde euch etwas. Kein Problem, ich durfte gerade dein Knie streicheln. Das ist dann genug. Moment. Die nehme ich auch noch mit. So, Moment, da hinten muss noch irgendwo was sein. Oder ist das... Ist das hier? Oder ist das... Nee, es ist da, ne? Es ist hier. Wieso war ich die ganze Zeit so schnell und jetzt bin ich hier so langsam? Hallo? Ich danke euch. Von hier aus schaffe ich es ins Lager zurück. Gut, dann gucken wir mal. Könntest du mal aufhören, mich die ganze Zeit anzuschießen wie so ein Asozialer? Ich habe auch Gefühle. Kannst du nicht einfach erwarten, dass ich hier durchbrettere und mich dann von allem anschießen lasse? Habt ihr doch gar nichts getan. Mir nach, schnell, bevor noch mehr von ihnen zurückkehren. Nee, kann ich nicht. Ich muss noch jemanden befreien. Nee, stimmt nicht ganz. Ich muss mit ihm sprechen? Kann das sein? Da ist er. Ja, ich hätte reiten sollen, okay. Ich bin da. Forschung. Ich will einfach nur forschen. Warum komme ich immer in Leben- oder Todsituationen? Entweder ist Andeven verflucht oder ich bin es. Schatten, die aus dem Boden kriechen? Was kommt als nächstes? Trolle in Wallung? Warum müssen die so bekannte Stimmen immer wieder nehmen? Erzählt mir, was geschehen ist. Wir haben Artefakte ausgegraben, als die Soldaten des Dominions auftauchten und verlangten, dass wir all unsere Funde bei ihnen abgeben. Andeven hat ihnen gezeigt, was wir hatten. Aber Leutnant Urien hat darauf bestanden, dass wir schneller arbeiten. Keine festen Abläufe, keine Sicherheitsvorkehrungen. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Die Magiergilde hält sich aus gutem Grund an feste Abläufe. Nicht, dass die Soldaten zugehört hätten. Wir haben ein uraltes Zepter aus Knochen gefunden. Aber bevor wir das Artefakt ordentlich verwahren konnten, hatte sich einer dieser Schwachköpfe geschnappt. Sind dann die Schatten erschienen? Das stimmt. Wenn ihr nicht gewesen wärt, würde ich jetzt auch zu ihnen gehören. Ich gehe zurück in unser Basislager. Ihr solltet mit Andeven sprechen, wenn ihr meint, dass ihr uns aus diesem Schlamassel heraushelfen könnt. Ihr könnt nicht schlimmer sein als Leutnant Urien. Na danke. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Hast du mich verstanden? Okay, dann gehen wir jetzt mal da oben. Das ist deren Lager, oder wie? Ah, okay. Moment, da habe ich gerade noch was gesehen. Über die Nekromantie. So, ja. Das könnt ihr euch gerne selber durchlesen. Vielleicht findet ihr den einen oder anderen Leichnam, an dem ihr das mal ausprobieren könnt. Nein, natürlich nicht. Was macht ihr da? Oh, solch ein Schmerz. Sie hält sich das Knie. Das gehört euch nicht. Das stimmt. Aber ich habe einen Auftrag. Wer bist du denn überhaupt? Achso, Andeven. Dieses Knochenzepter ist das einzig Wichtige, das wir gefunden haben. Seit wir es aus der Ruine geholt haben, nimmt der Ärger kein Ende. Es ist nicht gefährlich. Nicht direkt. Was ich sagen will, wenn man es hält, fault einem nicht die Hand ab. Zumindest nicht sofort. Was bewirkt es? Ich schätze, dass all diese Schatten von ihm herbeigerufen werden. Aber es kontrolliert sie ganz sicher nicht. Zumindest nicht, soweit ich das herausfinden konnte. Obwohl... Die Zeichen, die in dieses Zepter geritzt sind, sind alteileidisch und bedeuten verblichene Schildwache. Könnte sich das auf die Kreatur im Herzen der Ruine beziehen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass in der ersten oder zweiten Übersetzung blasser Wächter hier stand und nicht, was hat die gesagt, eben verblichene Schildwache oder sowas. Was für eine Kreatur? Er ist der einzige Schatten, der jemals spricht, obwohl er meist nur heult. Wenn ich es mir recht überlege, ist er auch sehr blass. Und in diesem Zepter ist Obsidian in den Knochen eingearbeitet, was eine alte Form von nekromantischer Kontrolle ist. Sagt einmal, könntet ihr dabei helfen, eine kleine Theorie zu überprüfen? Was genau schwebt euch vor? Wenn der Schatten tatsächlich die verblichene Schildwache ist, könnte dieses Knochenzepter eine gewisse Kontrolle über ihn ausüben
Und wenn er den Rest der Schatten lenkt, könntet ihr ihn vielleicht zwingen, damit aufzuhören. Außerdem können wir nicht zulassen, dass die uralten Fallen von Tilakar weiter aktiviert bleiben. Nicht so nah bei Eldenwurz. Ich denke mal, das kann man danach noch fragen, oder? Nun gut, ich werde eure Theorie überprüfen. Wenn das Knochenzepter die verblichene Schildwache kontrollieren kann, werden sich die Schatten vielleicht beruhigen. Dann können wir das Beinhaus von Tilakar weiter ausgraben. Wer ist Tilakar? Er war ein Nekromant, einer der talentiertesten Lehrlinge von Manimako. Doch er und seine Frau Vastari verabschiedeten sich schließlich irgendwann von Manimako. Warum sind sie fortgegangen? Das ist nicht ganz klar. Es gibt viele Theorien, aber sie drehen sich im Endeffekt alle um eine grundlegende Meinungsverschiedenheit. So scheint das bei Nekromanten immer zu laufen. Nun gut, wendet das Knochenzepter auf den blassen Wächter an. Wo mache ich das denn? Irgendwo in der Mitte, nehme ich mal an, ne? Ja, höher. Kommt man denn da am besten rein? Verlass diesen Ort! Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihn aufweckt. War das der blasse Wächter? Muss ich hier rein? Das ist die Krypta. Siegt den blassen Wächter. Wo ist denn der blasse Wächter? Hä? Jetzt. War das jetzt der Kleine gerade mit der weiblichen Stimme? Hallo, wo bist du? Hallo? Verlass diesen Ort! Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihn aufweckt! Muss ich mit denen kämpfen vielleicht, damit es hier weitergeht, oder? Ich weiß ja nicht. Oder muss ich doch hier rein? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Weil da steht ja nur besiegt... Nee, kann ich aber nicht rein. Da steht nur besiegt den blassen Wächter. Aber ich soll auf dem Wächter halt das Ding anwenden. Hä? Ihr seht mich hier gerade komplett verwirrt. Das ist nichts Neues, ich weiß, aber diesmal... Ich meine, es geht hier um ein Spiel, was ich schon, keine Ahnung, wie viele Jahre spiele. Also ich weiß schon, wie viel. Seit Januar 2016 spiele ich das schon. Gut, ich habe immer weitergeklickt bisher, okay. Aber was soll ich jetzt machen? Muss ich jetzt hier vielleicht nochmal eine Etage drunter? Verlass diesen Ort! Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihn aufweckt! Ich glaube... Doch, ich kann mich so vage daran erinnern. Ich glaube... Nein... Wieso muss ich jetzt auf den hier das Knochenzepter benutzen? Das Knochenzepter? Nein, bitte, weck die nicht auf! Bleib stehen! Wir haben etwas zu besprechen. Ah, okay. Ich glaube, das habe ich mich schon mal gemacht, dass ich hier immer wieder rumgelaufen bin. Und dann habe ich immer so viel Schaden gemacht, dass die dummerweise mal kaputt gegangen sind, bevor ich E gedrückt habe. Aber jetzt kam endlich mal E. Halt! Zwing mich nicht zur Umkehr! Ich war so kurz davor, ihm für immer zu entkommen. Irgendwie sieht das komisch aus. So voll dieses Knochengerüst mit diesen riesigen Pranken und dann eine kleine weibliche Stimme, so ein Stimmchen dazu. Vor wem seid ihr auf der Flucht? Vor Tilakar. Einem bösen Mann, der in diesen Ruinen schläft. Wenn er aufwacht, werde ich hier für immer gefangen sein. Ich werde alles tun, was ich kann, um von hier wegzukommen. Ist das der Grund, warum ihr die... Akolyten der Magiergilde angegriffen habt? Das habe ich nicht. Die Diener von Tilakar tun diesen Leuten weh. Sie mögen einen nicht, wenn man nicht von hier ist. Wenn er erwacht, wird er sie vollständig kontrollieren. Genau wie mich. Warum sollte ich euch vertrauen? Das Knochenzepter hat Macht über die Monster von Tilakar. Über mich. Ich kann euch nicht anlügen. Außerdem ist Lügen böse. Ja, wer seid ihr? Eines der Opfer von Tilakar. Aber das muss ich nicht sein. Wenn ihr mich befreit, bevor er erwacht, dann werde ich fortgehen. Dann kann er wieder einschlafen. Für immer.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch helfen sollte. Hallo? Ich meine, gut, der hat mich jetzt quasi angegriffen indirekt, aber er hat ja auch einen guten Grund. Ich sage jetzt mal eher, obwohl es eigentlich eine weibliche Stimme ist. Also vielleicht soll es ein kleines Mädchen, soll es wahrscheinlich eher nicht sein. Da werde ich tun, was ich kann, um euch zu befreien. Hurra! Folgt mir in die Ruine hinein. Wir wollen ja nicht, dass die Schatten uns hören. Sie sind seine Spione, wisst ihr? Außerdem komme ich nicht drauf, wer diese Stimme noch hat. Das war auch eine ganz bekannte Rolle hier drin. In Ordnung, ich folge euch hinein. Jetzt mach hier unten die Tür auf. Ich kam eben schon nicht durch. Das Beinhaus von Telaka. Das hört sich irgendwie seltsam an. Sammelt der hier Beine oder was? Ich muss erst mit dir sprechen, oder? Still hier drin. Die Diener von Telaka mögen keine Dinge, durch die Blut fließt. Und sie mögen wirklich keinen Krach. Wie schaffen wir es, dass Telaka nicht erwacht? Es gibt im Sternbilderraum eine große funkelnde Tür. Es ist dieses große Schloss, das Vastari angefertigt hat, was ihn drinnen schlafen lässt. Sie lässt sich nicht mehr blicken. Ich glaube, dass die Tür deswegen nicht mehr so sehr funkelt. Wer ist Vastaria? Die Frau von Telaka. Sie haben sich ständig gestritten, weil er ein böser Mann und sie eine gute Frau war. Sie dachte, dass sie ihn ändern könnte. Aber als sie merkte, dass er immer böse bleiben würde, hat sie ihn hier eingeschlossen. Doch das Schloss wurde nach und nach schwächer. Und nun wird er bald erwachen. Wie können wir das Schloss wieder verstärken? Vastari hat 3 der Dinge, die wir brauchen, in besonderen Räumen in den Ruinen hinterlassen. Das 4. steckt in einigen der Diener von Telaka. Ich werde es niemandem weitersagen, wenn ihr ein paar von ihnen in die Bäuche schaut. Aber was all diese Teile anbelangt, ich weiß nicht, wie man sie zusammen verwendet. Tut mir leid. In die Bäuche schaut? Wo sind diese besonderen Räume? Das ist einfach. Der klagende Raum, der stinkende Raum und der verbotene Raum. Aber keine Sorge, ich passe auf euch auf. Wir sollten einfach dorthin gehen. Ich werde euch zeigen, was wir brauchen. Wie könnt ihr auf mich aufpassen? Ich kann die Diener von Telaka ablenken. Richtet das Knochenzepter auf einen von ihnen und ich werde ihn blenden. Dann könnt ihr ihn verprügeln, bis er umfällt. Seid unbesorgt. Ihr werdet ihm schon nicht wehtun. Sie stehen irgendwann einfach wieder auf. Ich möchte wissen, wonach wir suchen. Richtig. Das Wichtigste ist das Buch, in das Vastari schrieb, als sie die Tür verschloss. Wir müssen es finden, damit wir wissen, was im Sternbilderraum zu tun ist. Was brauchen wir sonst noch? Es gibt einen alten Schädel, den Telaka Manimako gestohlen hat. Und dann noch die leuchtende Fiole. Ich weiß nicht, was da drin steckt. Aber wenn man die Ohren spitzt, kann man ein Flüstern hören. Oh, und die milchigen Steine. Die findet ihr in manchen der Diener von Telaka. Milchige Steine in den Bäuchen, vermute ich jetzt mal, von den Dienern. So, dann schauen wir mal. Seht nur, der verbotene Raum. So, das ich komme drin. Manchmal hierher, um nachzudenken. Hier hat Vastari das Buch zurückgelassen, in das sie geschrieben hat, als sie Telaka eingeschläfert hat. Ach so, der Stab lässt die nur... Dings die nur kurz hier. Ich komme gar nicht drauf. Ich dachte, die werden jetzt auch umgewandelt oder so. Vastarias Tagebuch könnt ihr euch wie immer gerne durchlesen. Stantinur. So, das wollte ich gesagt haben. So, was ist mit euch? Euch machen wir am besten erstmal kurz platt. Hattet ihr jetzt gerade ernsthaft? Du wolltest hier jetzt nicht gerade fegen, oder? Der stinkende Raum. Was ist mit diesen Geistern? Diese Viola hat die Korridore erleuchtet, als Vastari sie aus dem Sternbilderraum geholt hat. So. Das ist alles offen. Dann gehen wir noch eben den letzten Raum suchen. Also suchen. Wir müssen nur einen Gang runterlaufen. Ja, jetzt steht mir natürlich auch noch ein Weg. In den Käfigen haben früher alle Diener gelebt. Aber Vastari brachte diesen alten Schädel hierher zurück. Da bin ich mir sicher.
Sonst noch jemand? Alles gut, Funke. Wir haben alle Teile. Gehen wir in den Sternbilderraum und lassen Telaka wieder schlafen. Okay. Machen wir. Moment, dann müssen wir hier einmal links. Ja, jetzt steht ihr natürlich schon wieder im Weg rum. Das war ja klar. So, legt die milchigen Steine hin. 3 milchige Steine. 4, 8 Plätze. Ihr habt alles, was Vastari hatte, als sie Telaka in Schlaf versetzte. Ich weiß nicht mehr, wie sie es getan hat. Es tut mir leid. Aber ich weiß, dass sie die Altäre im Sternbilderraum benutzt hat. Ja, das wäre dann wohl hier. Das Problem ist nur, woher soll ich wissen, was jetzt richtig ist? Hier ist auch nichts zu lesen, oder? Ich weiß auch nicht, was wir vorher gelesen haben. Schlange, keine Ahnung. Milchige, steinleuchtende Fiole oder alter Schädel. Oh. Oh, wollt ihr mich verarschen? Ich brauche eine Vorlage, ich brauche irgendein Buch, aber wir haben, glaube ich, jetzt gar kein Buch hierzu, ne? Ich dachte, ich komme jetzt hier mal schnell durch, oder steht das hier im Tagebuch drin? So erschuf mein Mann einen Golem aus dem Leichnam des Jungen, einen Atronachen, aber mit den Augen so kalt und leer wie ein Edelstein. Moment, ist da vorher auch noch was? Mein Fürst konnte die Familientragödie einfach nicht ertragen. Er hat es sich in seinen Dickschädel gesetzt, dass er den Tod irgendwie besiegen sollte. Wieso Dickschädel? Ach so, Schädel. Fürst und Schädel. Ah, ja. Wo ist denn der Fürst? Moment. Der Fürst. Das ist der Magier. Krieger. Ja, von euch ist der Fürst. Der Fürst, hier. Da muss der Schädel rein. So. Dann der Lehrling, da muss die Essenz rein. Was bist du denn? Ritual, achso. Lehrling muss die Essenz rein. Warst du der Lehrling? Du warst gar nicht der Magier, okay. Ja, 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 ich weiß. Ich will den Altar benutzen. Die Essenz, leuchtende Fiole. Und was war das letzte nochmal? Ich habe es gerade noch gesagt. Atronach, der Edelstein. Der war, glaube ich, hier vorne. Ist das der Atronach? Ja. Dann es geschieht etwas. Ich glaube, es funktioniert. Guten Tag, ich muss mal mit Ihnen reden. Wer wagt es einzudringen in meinen... Was? Ihr seid das... Nein! Lasst mich gehen! Ihr da, rechtfertigt euch! Was habt ihr in meinem Haus zu suchen? Wer seid ihr? Warum seid ihr in mein Heim eingedrungen? Eure untoten Diener haben die Forscher der Magiergilde angegriffen. Die Schatten verteidigen mein Zuhause vor Dieben. Weder ich noch meine Diener haben Interesse an den Lebenden. Meine Arbeit betrifft jemanden, der schon vor langer Zeit gestorben ist. Und nun möchte ich wissen, warum diese Kreatur mit euch unterwegs ist. Sie wollte euch hier einsperren. Dieses einfältige Ding. Diese Schutzzauber haben mich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gehalten. Ich bleibe aus freiem Willen. Ich bin jetzt an einem entscheidenden Punkt meiner Forschungen angelangt. Und ich brauche diese Kreatur, um sie abzuschließen. Wenn ihr eingreift, werde ich euch aus meinem Zuhause vertreiben. Jetzt geht! Okay, dann vertreib mich ruhig. So. Nein, bitte! Ich will nicht hierbleiben! Ihr wagt es, mich zu unterbrechen? Ja, Moment, Moment, Moment. Och, sie ist weg? Ach, Mist. Wenn ich aber ihn jetzt besiege, also nicht ihn hier, dann bleibt sie doch hier dran gebunden, oder nicht?
Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich konnte nicht mehr mit ihr reden. Da ist sie. Rück sie raus, Widerling. Wieder stört ihr mich in einem kritischen Augenblick. Was muss ich tun, um eure Abreise zu beschleunigen? Sagt mir, was ihr hier macht. Ich versuche, meinen Sohn zurückzuholen. Und zwar trotz all eurer Störungen. Diese Kreatur ist ein Teil von ihm. Ein fehlerhafter Teil. Wenn ich Fleisch und Geist wieder vereine, kann ich meinen Sohn wiederbeleben. Warum tut ihr das? Er ist mein Sohn. Ich würde alles tun, um ihm auch nur ansatzweise sein früheres Selbst zurückzugeben. Durch gewisse Verfeinerungen kann ich ihn sogar ganz wiederherstellen. Vastarie hielt das für eine Anmaßung. Wenn sie diese Welt nicht verlassen hätte, würde ich versuchen, es sie verstehen zu lassen. Was hat sie denn nicht verstanden? Dass wir eines Tages wieder eine Familie sein könnten. Ich brauchte Zeit, um meine Methoden zu verfeinern. Und Zeit hatte ich genug. Und jetzt habe ich seinen Geist. Ich möchte dieser Kreatur nicht wehtun, aber ohne das Knochenzepter, um sie zu kontrollieren, müsste ich zu gröberen Methoden greifen. Ich habe das Knochenzepter. Ihr habt was? Das Zepter ist aus meinen eigenen Knochen hergestellt. Es kann die Kreatur an seine unsterbliche Hülle binden. Sobald Karlions Wunden genäht wurden, werde ich ihn hierhin beschwören. Ihr müsst diese Kreatur an ihre Hülle binden. Stellt die Dinge wieder so, wie sie sein sollten. Warum sollte ich das für euch tun? Fürchtet ihr, ich würde eine untote Armee ausheben, um durch Gradwald zu marschieren? Meine Frau und ich haben Manni Marco aus gutem Grund lebwohl gesagt. Doch im Austausch für das Binden dieser Kreatur an die Hülle meines Sohnes gelobe ich, dass wir für immer in unserem Zuhause bleiben werden. Das würde jetzt heißen, dass die dann gut werden, oder? Oder wie? Also, ich weiß auf jeden Fall, dass man diesen Ort hier gelb machen kann. Warum sollte ich den Geist eures Sohnes denn nicht befreien? Er war jung, als er seinen Unfall hatte. Viel zu jung. Die Kreatur, der ihr begegnet seid, kann die Welt um sich herum nicht völlig verstehen. Sofern sie nicht angemessen überwacht wird, könnte sie sich selbst oder anderen schaden, ohne zu wissen, was sie tut. Nein, sie zu befreien, wäre nur eine Quälerei. Warum habt ihr eure eigenen Knochen für die Herstellung des Knochenzepters verwendet? Karlion ist mein Sohn. Ich brauchte all seine Gebeine, um die Hülle zu erschaffen. Und daher musste ich meine eigenen verwenden, um das Zepter herzustellen. Um einen Geist zu befehligen, verwendet man einen Fokus, den man aus seinen Knochen oder aus denen enger Verwandter von ihm herstellt. Eine Grundregel der Nekromantie. Oh ja, dann braucht man ja nur seine Tante umzubringen und den Knochen zu nehmen, dann hat man ein Knochenzepter oder was. Woher weiß ich, dass ihr diesen Ort nicht verlassen werdet? Ich habe den Schutzzauber von Vastarie schon vor knapp einem Jahrhundert durchbrochen. Seitdem bin ich hier geblieben und habe versucht, das wiederherzustellen, was von meiner Familie noch übrig ist. Ich werde niemals fortgehen, solange Karlion an meiner Seite bleibt. Das ist mein Zuhause. Klingt sehr tyrannisch. Oh, Alter. Sprecht mit Karlion, das darf ich aber noch, ja? Okay. Nein, bitte, ihr dürft mich nicht wieder zu einem Monster machen. Also er würde jetzt an diesen Fleischkoloss, wenn ich das richtig verstehe, gebunden werden, ne? Was wollt ihr, Karlion? Ich will nicht länger hier sein. Es tat weh, als ich ein Monster war. Sogar noch mehr als diese Ketten. Ich möchte, dass mein Vater schläft, damit ich von hier fortgehen kann. Wie kann ich euren Vater schlafen lassen? Ich weiß es nicht. Ich wünschte, ihr könntet das Knochenzepter bei ihm anwenden. Es auf seinen Leib, dort auf dem Thron richten und ihm sagen, dass er einschlafen soll. Dann könnte ich endlich fortgehen. Wohin würdet ihr gehen? Weit weg von hier. Irgendwohin, wo es sicher und warm ist. Irgendwohin, wo ich Freunde finden könnte. Es wird schwierig werden, so als Geist, ne? Entscheidet, wer an das Knochenzepter gebunden werden soll. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist. Also ich weiß ja nicht, wie er in der Welt zurechtkommen wird, wenn ich ehrlich bin. Aber
Ganz ehrlich, was der Vater da macht, das ist Tyrannei. Nein! Was seid ihr? Was? Den kann ich benutzen? Nee, anscheinend nicht. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich weiß es nicht. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es geschafft. Ich bin frei. Endlich frei. Hab Dank. Vielen Dank. Was werdet ihr jetzt tun? Ich weiß es nicht. Aber was auch immer es sein wird, es wird nicht hier sein. Telaka kann mir nichts mehr tun. Hier, ich kann ein Portal öffnen, damit ihr zu euren Freunden könnt. Richtet ihnen aus, dass mir die Sache mit den Schatten leid tut. Solange sie sich von hier fernhalten, sollte ihnen nichts zustoßen. Und wir haben einen göttlichen Kopf bekommen vom Laufstil des Waldläufers. Ja, solange sie sich fernhalten. Das heißt dann aber wohl, dass die jetzt rot sind, oder? Das schauen wir mal kurz nach. Ich benötige Hilfe. Nee, die sind trotzdem gelb geworden. Okay. Ja, dann braucht man nur abzuschließen. Ich denke, es ist egal, wofür man sich entscheidet. Ich denke, dass beide dann gelb werden. Ja, wunderbar. Hier müssen wir auch nichts mehr abschließen. Hier haben wir keinen mehr, mit dem wir reden müssen oder so. Nö, alles gut. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ja, wie ihr seht, es wird auch alles gelb hier. Das heißt, man kann in Ruhe hier durchreiten und irgendwelche Schätze ausgraben oder ähnliches, wenn man hier die Quest gemacht hat. Ich habe mich in Anführungszeichen fürs Gute entschieden. Natürlich, wie immer. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ausgegangen wäre, wenn er jetzt an den Ort gebunden wäre. Aber ich denke mal, dass der Vater dann auch sowas gesagt hätte wie, euch wird kein Leid geschehen, die anderen werden euch nicht angreifen oder sowas. Also dass es wahrscheinlich unabhängig davon ist, wann die gelb werden. Wenn ihr anders gewählt habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil mich würde es wirklich mal interessieren. Ich glaube, ich habe bisher immer gewählt, dass ich ihn, also den Jungen, rette. Und ja, würde mich wirklich mal interessieren, ob das tatsächlich dann bei beiden Varianten so ist, dass sie dann eben gelb sind. Kann auch sein, dass die dann gar nicht mehr da sind. Ich meine nämlich, ich hätte mal eine Variante gesehen, wo die dann nicht mehr da waren, anstatt gelb zu sein. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Schreibt es mir in die Kommentare, damit ich mehr weiß. Und die anderen natürlich auch. Im Schatten von Eldenwurz habt ihr gesagt. Absolut sicher habt ihr gesagt. Nein, ich würde niemals sagen, es ist sicher in Tamriel. Und mit diesen Worten machen wir jetzt wirklich auch Schluss für heute. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.